Schaut euch das an. Da unten geht's in den Felsen hinein. Ich glaub's nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Das Ding hier ist was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Nein, da geht's aber auch gewaltig rein. Hallo? So, ich bin kurz hinter Tupfingen. Eigentlich hatte ich vor, heute gar keine Erkundung mehr zu machen, weil es reicht. Es ist ja schon 5:30 und so. Aber das lag ja halt auf dem Weg. Es ist halt so. Was ich hier unerwartet im Wald fand, zählt für mich ganz klar zu den abenteuerlichsten Orten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Dass es so etwas überhaupt noch gibt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier, wo sich die Burgenforschung auflöst und uns unbekannte Zivilisationen der Vorzeit unvorstellbare Stätten für die Ewigkeit errichteten. Ich werde den Ort, wo ich mich befinde, nicht preisgeben. Bitte seht davon ab, die Stelle in den Kommentaren zu erwähnen. Dieser Ort braucht Ruhe. Hier lebte einst ein stilles Volk. Man muss sich wirklich auch fragen, wow, da geht's ja ganz tief runter. Was ist denn das für ein Krater hier? Man muss sich halt fragen, wie kommt das eigentlich, dass hier so viele Burgen sind? Oder vielleicht können wir uns auch fragen, wie kommt es eigentlich, dass hier noch so viele Burgen sind? Weil wenn wir, und die Statistik stimmt wahrscheinlich gar nicht, wenn wir mal 8000 Burgen in Deutschland hatten und jetzt noch 800 davon sichtbar oder bekannt sind. Oh, und was ist denn das hier? Oh nein! Hier geht's unter die Erde. Boah! Jetzt gucken wir uns das natürlich erstmal wieder von außen an. Ich will erstmal wissen, wo ich bin. Ist das hier eine alte Elbenfeste oder was? Schau sich das einer an. Überall so, ja, das sind diese Löcher, die Bauern kennen das. Viele Bauern kennen solche Kuhlen. Die schmeißen da immer ihren Unrat rein, wenn die irgendwas abbrechen oder loswerden wollen, weil das auf ewig darin versinkt und nie wird die Kuhle voll. Das sind genau die Löcher, die in den Sagen beschrieben sind. Wo mal etwas versunken ist und das Erdreich immer weiter nachsackt. Wohin? Das steht in den alten Schriften. Ja, da geht's richtig. Da unten ist's düster. Boah, hier fallen die. Hier fällt die Rinde in riesigen Schuppenstücken vom Baum ab. Sieht aus, als wäre da irgendein Tier, ja hier, das den Baum auffrisst. Und nun fällt die Borke ab, das sieht ja aus. Was für ein Bild. Und jetzt schaut euch das an. Hat man sowas schon gesehen? Da hat es aber jemand wissen wollen, wie man etwas aus dem Stein haut. Was für ein Fundament. Oh nein, das... Ach du meine... Oh je. Oh. Und da unten geht's auch noch in ein Kellerloch.
Boah, das sind mindestens 6-7 Meter. Alter. Hier ist so ein kleiner Versatz. Ja, gleiche Tiefe. Da unten liegt alles voll mit Gefels. Diese Burgruine ist ja der Wahnsinn. Das ist die erstaunlichste Burgruine, die... Nein, hier geht sogar eine Treppe hinunter. Oh, da muss man aber aufpassen hier mit der Treppe. Schaut euch das an. Da unten geht's in den Felsen hinein. Ich glaub's nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Da geht's auch schon wieder runter. Und da hinten sind noch mehr so zurechtgemeißelte Felsen. Hier auch. Da sehen wir das auch. Viereckige, saubere Löcher. Hier ein rundes Loch. Wo man dann einen Balken reinstecken konnte, um eine Wand hochzuziehen. Und schaut euch das an. Sich an wie ein ganzes Nest voller junger Vögel. Alles in Stufen zurechtgemeißelt. Nein, du. Das ist die erstaunlichste Burgruine, die ich je gesehen habe. Wer weiß, was hier alles noch verschüttet ist. Sehr auffällig. Seht ihr diese Stufen da in dem Fels? Oh, da unten hat es einen Bach im Wald. Ganz da unten. Ich glaube, ich bleibe hier heute. Kann ich mich ja da unten in dem Bach waschen. Und ich habe einen hervorragenden Stellplatz da. Auf einer wunderschönen Wiese unter einem Obstbaum. Und hier mag man sich vielleicht auch mal bei Nacht hinsetzen und gucken, ob hier noch jemand wohnt. Vielleicht ist ja jemand geschwätzig und mag ein paar alte Geschichten erzählen. Was ist denn da für ein Loch? Hallo, Frau Amsel. Was ist das? Ich frag mich wirklich, wo ich hier gelandet bin. Darf ich da mal reinleuchten? Da hat jemand mal hinten einen Stock reingesteckt.
Das ist doch eine. Sieht aus wie so eine Erdmännleinshöhle. Aber da ist kein Weg runter. Man könnte mal seinen Kopf reinstecken. Vielleicht ist ja so ein heilendes Loch. Da passt genau ein Kopf rein. Gibt es da noch irgendwelche Spuren hier? Hier ist Moos weggekratzt. Hier ist auch das Erdreich so aufgewühlt. Und hierher führt überhaupt schon ein Pfad. Deswegen bin ich genau diesen Weg gegangen, den ich genommen habe. Weil ich das Gefühl hatte, dass hier öfter Leute hinlaufen. Irgendjemand weiß was über dieses Loch. Und schaut euch mal diese Stufenform an hier. Wie das da rausgearbeitet ist, eckig. Manch einer würde das megalithisch nennen. Ich habe gute Gründe mittlerweile, mir ein anderes Wort einfallen zu lassen. Wobei die Wissenschaft selbst über den Begriff Megalithkultur streitet. Die wollen den gerade ersetzen. Weiß ich aus höchster Ebene und privater, direkter Hand. Aber sie ersetzen den nicht. Was Ernsthaftes. So, was ich machen möchte, bevor wir jetzt da oben in die Löcher reinsteigen. Ich weiß, ihr wartet da drauf, aber Geduld, Geduld. Alles langsam machen. Was ist das denn? Das ist ein ganz komischer roter Fleck an dem Felsen. Mal jemand die Zahl 26 hingesprüht. Da ist auch eine Zahl dran an dem Felsen. Da hinten auch. Es gibt hier irgendwelche Untersuchungen. Im Internet steht auch, dass die Burg gesperrt oder temporär geschlossen sei. Jetzt wolle man nicht, dass hier Leute hinkommen. Und hier sind überall mit roter Farbe Zahlen dran gesprüht. Sowas machen nur Offizielle. Überall. Dann noch eine römische dazu. Hier gibt es eine Untersuchung. Die ist noch nicht so alt. Was ich sagen wollte, bevor wir jetzt in die Löcher steigen, steigen wir einmal runter zu dem Bächle. Ich möchte mir das einmal von unten ansehen. Und dann gehen wir in die Löcher. Das Ding hier ist was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Felsbrocken, die da einfach so in dieser Ebene liegen, die sind hundertprozentig mal von da oben runtergebrochen. Man sieht das an ihrer Struktur, dass die mal anders gewachsen sind, als sie jetzt liegen. Man muss sich eine gewaltige Kraft vorstellen, die solche Brocken von... Die sind, das ist ja ein Ding, das wiegt 200 Tonnen oder so. Ein gewaltiges Erdbeben könnte sowas auslösen. Ja. Fräst sich dieses Rinnsal hier von einer Quelle hier lang
Aber viel Wasser führt es nicht. Da ist leider kaum Wasser. Aber da war mal viel Wasser. Ich höre es auch ein bisschen plätschern. Wow. Hört ihr das? Oh, nein. Also wirklich, jetzt bin ich gleich völlig fertig. Versteht ihr jetzt, warum? Da locken dunkle Löcher, aber schaut euch das an. Sowas gibt's doch gar nicht. Und auch hier kommen Leute hin. Oh, Wahnsinn. Da geht eine richtige Höhle rein. Weiß ich auf jeden Fall, wo ich mich waschen kann und wo ich noch Wasser nachfüllen kann. Danke, lieber Wasserfall, dass ich dich finden durfte. Seht ihr das? Hier kommen ständig, hier ist immer jemand. Die Leute aus dem Dorf kennen das. Ich glaube, ich werde morgen, bevor ich hier aufbreche, sollte ich hier übernachten, in den Ort fahren und mal mit den Leuten sprechen. Bin ich noch sichtbar? Ich glaube, ich habe alles voller Spinnweben. Heilig. Ja, und woher kommt das Wort heilig? Von Heil. Die Heilung. Nein. Oh, darf ich? Ein alter Topf. Wir legen ihn lieber wieder so hin, wie er war. Liegt genau auf einem Stein. Nachdem ich etwas mehr über Wagenräder herausgefunden habe, habe ich auch mehr Respekt vor Töpfen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zur Ruine. Wir sind schon wieder fast ganz oben.
So, dann schauen wir uns mal die dunklen Löcher an. Ich bin so baff. Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich sehr eingenommen bin. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Hier war auch mal was. Das wäre so ein Klassiker. Na, schweigen. Diese Treppe. Ach, da unten hat mal jemand was reingeritzt. In der Regel ist das nicht alt. 1500 irgendwas und 1800 irgendwas. Das sind die Klassiker. Ganz schön mutig. I-822. Im Jahre 822. J. Im Jahre. Nein, das ist nicht zu fassen. Hallo? Darf ich mal reinschauen? Machen wir mal Licht an. Boah, das ist doch nicht wahr. Das ist wahrhaftig. Und es geht um die Ecke. Was ist das für eine Wanne? Das ist eine Liegestatt. Hier hat man mal was gelagert. Das hier sieht mir fast aus wie eine Liegestatt. Ein Heilgrab. Hier. Zwei Löcher. Da war mal irgendwas drin. Ist das wunderschön in dem Fels gehauen. Seht ihr, die Bearbeitungsspuren sehen aus, als wäre es gestern gewesen. Das ist so ganz klassisch. Hier hing wahrscheinlich mal etwas drin, ein Halter für eine Kerze. Da sieht man die Rußspuren. Wahrscheinlich aus Metall mit einem Haken. Hier sind Rinnen, die Feuchtigkeit abführen können. Andere Erklärung kann ich mir nicht vorstellen. Da ein Loch, hier ein Loch. Auch hier war ein Gebälk drin. Hier auch. Da ein Loch, da ein Loch. Und hier war sogar einmal ein Gitter angebracht oder eine Türe. Ja, es gab hier verschiedene Verschlussmöglichkeiten, die hier um- und nachgerüstet worden. Und das hier sieht mir so aus, als wäre das jüngeren Datums als das hier drinne. Eines kann man mit großer Gewissheit sagen. Die Art, wie der Raum aus dem Stein herausgearbeitet wurde, ist mehrere tausend Jahre alt. Ob es von Anfang an die Vertiefung in der Raummitte gab, durch die man heute läuft, und ob die Rinnen in den bankartigen Steinbauten am Rand der Höhle aus der frühesten Erbauungszeit stammen, bleibt augenscheinlich unklärbar. Ihr werdet in der nachfolgenden Höhle bemerken, wovon ich spreche. Eine solche Liegestatt ist oft in alten Quellen beschrieben.
Das Scheingrab, sofern es eines ist, diente möglicherweise zur Heilung. Man legte sich hinein, um die Krankheit unter der Erde zu lassen und neugeboren wieder aus ihr zurückzukehren. Natürlich kann diese Wanne auch eine andere Verwendung gehabt haben. Aber welche Theorien man auch aufstellt, sie bleiben Theorien. Denn dass diese Anlage inmitten des Waldes megalithischen Ursprungs ist, belegen einige Stellen dieses erstaunlichen Schatzes. Das hier ist definitiv ganz spannend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So schweige man. Und dann kommst du hier raus und befindest dich in diesem unglaublichen... Es ist doch erstaunlich. Diese uralte Stätte. Jetzt haben wir noch ein Loch. Ich bin gespannt, was da drinnen zu finden ist. Aber erst schauen wir hier einmal außen rum. Nichts. Na, nichts ist gut. Das ist viel. Das ist ganz außergewöhnlich. Ich kann mir geradezu die vielen Ausreden der Archäologen vorstellen für diese Stätte. Oh, ich höre es. Ich sag euch, hier drunter ist noch einiges verschüttet. Hier würde sich eine Grabung lohnen. Ich bin froh, dass sie es nicht anfassen. Besser so. So, jetzt aber zu dem letzten Loch. Und dann, solange es noch hell ist und warm, ich dann mal mein Bad nehmen. Müssen wir das nur wiederfinden, das Loch. Wo war es denn? Ich glaube hier. Ja, da ist es. Schau sich das einer an. Das ist alt. Hallo? Ich möchte gerne mal schauen, darf ich reinkommen? Achtung, ich mach Licht an. Hier steht Wasser. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das hier irgendwie falsch einschätzen. Hier sind Kaulquappen im Wasser. Nein, kleine Lurche. Da, schau her. So sieht das aus. Müssen wir gar nicht rankommen, das reicht schon.
konnte hier schlafen zum Beispiel. Ein Bett, noch ein Bett. Hervorragendes Klima, Sommer wie Winter. Wunderbar geschützt. Es ist unglaublich. Danke, dass ich hier sein darf. Steh noch auf den nur wackeligen Steinen. Oh, was ist das denn hier? Da ist ja noch eine Erdmännleinhöhle. Na, die sieht aber lange verwaist aus. Räume für die Ewigkeit. Für die Ewigen. Tja. Dankeschön. Alles Zufall. Reiner Zufall. Das war's. Die Erkundung dieser unglaublichen Burgruine. Die keine Burgruine ist. Das dürfte euch allen aufgefallen sein. Weil Burg ist etwas mit einem Wall und einem Turm. Mystischer Platz. Toll. Und ich darf hier sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und falls ihr meine Touren unterstützen wollt, ich habe heute mal in die Reisekasse geguckt, da habe ich aber einen Schrecken gekriegt, was hier an Diesel verbrannt wird. Wahnsinn. Link zum PayPal findet ihr unten in der Beitragsbeschreibung. Und wer kein PayPal hat, der darf mir gerne per Mail schreiben. Und dann gebe ich auch meine Kontonummer an ganz nette Menschen weiter. Macht's gut, bleibt dran, bis bald. Erstaunlich.